Hallo meine Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, den Duft, den ich euch jetzt nochmal vorstellen möchte, das ist der lebende, naja, nicht lebend, aber das ist einfach der Beweis, dass billige Düfte nicht unbedingt schlecht sind. Ich habe jetzt ich sage euch erst einmal, um welchen Duft geht es überhaupt. Das ist der Ulrich D. Warens Night. Also erst einmal, ich habe von den UDV-Düften, also von dem Ulrich D. Warens, habe ich bis jetzt eigentlich noch keinen schlechten Duft gehabt. Ich meine, gut, die Haltbarkeit auch bei dem hier zwischen 4 und 5 Stunden, je nachdem. Ich habe den die letzten Tage teilweise auch mal abends drauf gehabt. Ja, und dann würde der Name Night würde ja passen. Ich weiß nicht, wie die auf den Namen kommen. Ja, das ist halt auch so eine Marketing-Sache. Aber der Duft ist natürlich logischerweise nicht für die Nacht. Das ist ja klar. Den könnt ihr tagsüber genauso tragen. Ich habe den sogar jetzt mal drauf, den einen oder anderen Tag, wo es so ganz heiß war. Da hat er auch funktioniert. Das ist einfach durch diese frischfruchtige Kopfnote. Aber ihr habt dann sofort so eine Apfel-Zimt-Note in der Nase. Und das macht den Duft eigentlich geil. Ist eigentlich, es ist eigentlich mehr ein Herbst-Winter-Duft. Es ist kein ausgesprochener Sommer- oder Frühlingsduft. Aber ich bin der Meinung, den könnt ihr durchweg, den könnt ihr das ganze Jahr übertragen. Der Duft eckt nicht an und der hat eine richtig, also die Kopfnote, die ist sowas von mega. Ihr habt in den Kopfnoten, habt ihr Apfel, Mandarine und habt eine Ananas drin. Wobei ich jetzt eigentlich nur den Apfel rausrieche, aber das Fruchtige, da ist ein bisschen was Fruchtiges drin, aber das rieche ich jetzt nicht. Da kann ich jetzt keine andere Note als Apfel rausriechen. Und dann kommt halt gleich diese Zimtnote. Das ist im Herz hat er Zimt und er hat in der Basis hat eine Tonkabohne und ein bisschen was Ambrierendes, also so ein bisschen was Harziges, harzig-holzig. Aber ich muss sagen, jetzt gut, der Duft ist nicht mega komplex. Das könnt ihr jetzt einfach für 5 Euro oder 6 Euro könnt ihr das nicht verlangen. Der Duft ist aber, das ist ein Apfelkuchen zum Reinbeißen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Duft das erste Mal, ich habe den, ja jetzt gut, schon ein bisschen länger, aber als ich den das erste Mal drauf gehabt habe, habe ich gedacht, heilige Scheiße, der Duft ist so richtig gut. Also ihr könnt eigentlich, wie gesagt, ihr könnt mit den UDV-Düften, da könnt ihr nichts verkehrt machen. Ich muss den nochmal riechen. Wahrscheinlich mache ich mir den nachher auch nochmal drauf. Ich habe den, wie gesagt, jetzt die letzten Tage habe ich den abends, immer so in den Abendstunden habe ich den mal drauf gemacht. Und der hat dann, ja, bis zum Schlafengehen, meistens gehe ich so zwischen 10 und 11, ich gehe meistens relativ früh ins Bett oder wir gehen relativ früh ins Bett, weil ich muss ja morgens dann auch wieder relativ früh aufstehen, ne, so um 4. Und da habe ich den teilweise, wie gesagt, noch abends oder nachts ja, teilweise an mir ein bisschen so geschnuppert. Aber der Duft, das ist ein richtig wunderschöner, gourmandiger Duft. Der Duft, das sage ich euch, der könnte locker das 3- oder 4-fache kosten. Da wird das glatt noch durchgehen. Ihr habt ich möchte jetzt das Wort nicht benutzen, synthetische Apfeltasche. Die habt ihr hier nicht. Oder Apfelkuchen. Ihr habt eine wunderschöne Apfelzimtnote. Und die ist, wie gesagt, die ist sehr linear. Eigentlich über den ganzen Duft. Aber das macht den Duft jetzt überhaupt nicht schlecht.
Das ist ein, wie gesagt, ein süßfruchtiger Duft für all diejenigen, die jetzt nicht viel ausgeben wollen. Aber sage ich immer, das kann ein Schüler, ein Student oder meinetwegen, das könnt ihr, da könnt ihr nichts falsch machen. Ich schwärme mal, von dem werde ich mir auch wahrscheinlich das eine oder andere Backup holen. Wie gesagt, die Haltbarkeit, naja, gut, ich meine, gut, der Duft hält so um die 4, 5 Stunden. Ihr dürft da jetzt nicht irgendwelche Mega-Leistungen erwarten. Das tut der Duft auch gar nicht. Brauche auch gar nicht. Und ich werde mal da auf jeden Fall, werde ich mal nochmal ein Backup dazu holen, weil der Duft ist klasse. Wie gesagt, ich habe am Anfang habe ich gedacht, ja, der hat so eine Ähnlichkeit mit dem Boss Bottled oder ist so ein Zwischending zwischen, weil er ist halt sehr, ja, sehr süß. Ein Zwischending zwischen dem Boss Bottled und dem Mon Million. Ja, die haben ja auch so eine, ja, so eine Zimtnote drin, beide Düfte, auch Apfel. Wobei der Mon Million, der hat eher so eine fruchtige Note dann noch, eine fruchtigere. Der hat, glaube ich, noch Orange noch drin, Mandarine. Aber da ist, glaube ich, auch, ja, ich glaube, da ist also sogar Mandarine drin. Aber das riecht man nicht wirklich raus. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat mein Filmchen gefallen. Und euch hat der Duft gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz einfach zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich fürs Zuschauen und tschüss.